So, weiter geht's mit Aya und wir sollen die Spitze des Pharaos erreichen. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Da hinten erstmal. Aber wo müssen wir final hin? Das ist die Frage. Oh oh. Wahrscheinlich wieder erstmal an den Hochklettern. Also zumindest an Land. Oder erstmal wieder raus aus der See. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind immer noch in der Mission Aya Klingen der Göttin, ihr seht es oben links. Die Jux ist gerade mal. Ja, was muss ich gerade gucken? Wir gehen natürlich übers Dach. Ich muss so gerade gucken. Kann ich darüber oder weiteres? Komme ich da? Okay, wieder so ein kleiner Test oder was auch immer. Oh. Warte mal, wir nehmen hier die Podeste. Vielleicht ist das ein bisschen am einfachsten. Oh, Moinsen! Ich wusste doch, dass ein Skarabäus meinen Turm hochgelegt hat. Der Wächter! Alter! Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich. Aua! Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Scheiße. Scheiße! Scheiße! Jetzt haben wir ihn. Jetzt hat er am Ende dann doch verloren, der Drecksack. Kann ich ihn jetzt aus dem Turm schützen?
Wenn wir alle sehen, ja, Feuer. So. Ja, ich brauche jetzt keinen. Warte mal, ich hole mir mal gerade ganz kurz wieder neue Pfeile. So, wir machen mal die Türchen auf. So schwer war der jetzt auch nicht, der Typ. Ja, ein bisschen nervig, ja, aber nicht schwer. So, wir sollen immer noch zum Pharao. Wo müssen wir denn da hoch? Hier hoch oder was? So, ah, hier. Ach, hier ist doch irgendwas zum Plündern. Ein Kohlenstoffkristall. Und wenn wir gerade schon mal hier sind, synchronisieren wir mal schnell, bevor wir hier weitermachen. So, eine Schnellreise freigeschaltet. Weltkarte ist aktualisiert. Und da unten, wo es brennt, da kam man nämlich her. Und jetzt können wir hier mit Sicherheit hoch. Und dann interagieren wir den ganzen Mal. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Ganz einfach, mit ein paar festen Hieben. Frage, müssen wir den jetzt auch noch töten oder was? Ptolemäus Männer brechen durch! Nein! Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Caesar. Alle, ihr Jagter ist. Komm, wir ziehen auf das Schlachtfeld. Mechai, decke den Rückzug. Viele haben an Aya gezweifelt und alle sind durch ihre Klinge gefallen. So, wir müssen Caesar. Geht aus dem Weg. Halt dich fest. Mach nach links. Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Achso, wir sollen. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Da sind viele von denen hinter uns. Da sind viele von denen hinter uns. Wir sind umzingelt. Ich arbeite daran. Dann arbeite schneller. Hinter uns. Der Wagen holt auf. Ich höre das noch mehr aufholen. Ich schieße so schnell ich kann, Römer. Ach, das ist nicht gut. Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Aua! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter!
Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Der Leuchtturm nähert sich schnell. Wir müssen uns wirklich beeilen. Wirf fester. Scheiße. Dieser scheiß Elefant, ey. Na, egal. Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Fahrt nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Zieh nach hinten! Hinter uns, Mann! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran. Dann arbeite schneller. Ich muss hier ein bisschen auf Kopf. Verdammt. Woher? Hinter uns. Der Wagen holt auf. Ich höre das noch mehr aufholen. Ich schieße so schnell ich kann, Römer. Ach, das ist nicht gut. Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Peter! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich hab... Was? Vor allem jetzt muss ich die ganze Nummer nochmal neu machen, weil das ja kein Speicherpunkt hat. Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Fahrt nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Da sind viele von denen hinter uns. Hinter uns, Mann! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Geschichte? Hey. Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Sehr schön! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Peter! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Der Leuchtturm nähert sich schnell. Wir müssen uns wirklich beeilen. Wirf fester. Da war's oder was? Da, die Flotte. Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann. Jederzeit, Bayek!
Sehr geil, ins Auge. Na, vielleicht hätten wir vorher auf die Idee kommen können, vielleicht das Viecher vorher noch stoppen können. Aber ist okay, wir haben es geschafft. Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt, auf zu den Schiffen. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. Aber geile Quest. Geile Quest auf jeden Fall. Nil-Delta, 3 Tage später. Torres führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus. Ad Victoriam! Klar. Ist das nicht der Schakal? Irgendwas in Erinnerung zu haben. Scheiße, die Sicht. Die Sicht ist halt scheiße. Ja, wenn ihr nicht die. Wenn ihr die Sicht einfach mal nicht so einschränken würdet, wäre das halt interessanter. Lass den Angriff nicht stocken! Mars kämpft auf unserer Seite! Töte Potinus. Ja, warum auch immer. Aber die Schlacht am Nil gehen wir an der nächsten Folge an.